Hallo Mitspieler, mein Name ist der Low Riot und ich begrüße euch zur 61. Episode dieses Cities Skylines Snowfall Let's Plays. Ja, ich hab's mal gemacht wie auf Toilette. Ich hab einfach mal ein bisschen laufen lassen zwischen den Episoden. Ja, und das dauert ewig lang, bis die Bevölkerung so ein bisschen ansteigt. Ich hab ja schon aus Langeweile angefangen, die Bäume ein bisschen wegzulöschen, wegzufällen. So, hat aber auch nicht viel gebracht. Ja, ein bisschen Zeitvertreib halt eben. Hab mich auch um Ruinen gekümmert, gibt aber auch schon längst wieder neue. Und schaut an, die Totenköpfe sind mal wieder weg. Dieses Problem hat sich auch mal wieder komplett geerdet. 194 Verstorbene zu knapp 600, als hier die Hochzeit war sozusagen. Schon merkwürdig, schon merkwürdig. Ansonsten, Arbeitslosigkeit sind vom Moment auf 7%. Finde ich es auch in Ordnung. Strom steht, Wasser steht, um ein paar Eckdaten im Kopf zu haben. Juet. Ja, was muss ich noch machen? Was ist hier zu viel? Abgesehen von den Bäumen? Hier ist ein Bereich, den es ja nicht mehr gibt. Zzt. Adieu, Mathieu. So. Haben wir die Ecke wieder frei? Nicht, dass ich jetzt unbedingt dort was hinbauen will oder irgendwas dafür im Kopf hatte. Wollte halt eben einfach nur das ein bisschen runder gestalten. So, weil wir das da oben auch weggenommen haben, können wir hier auch mal ein bisschen Industrie nachführen. So. Ich sage hier 4 Segmente, so ein Halbkreis. Das sollte erstmal genügen. Gut. Weil es gibt ja auch noch andere Bedürfnisse. Und zwar Gewerbe. Hatte ich letzte Episode schon angesprochen. Und das nächste Gewerbe, was ich dicht machen würde, wäre dieses hier. Aber es scheint ja generell so zu sein, dass wir mehr Gewerbe brauchen. Ah, jetzt wird es Nacht. Jetzt sieht man das wieder so schlecht. Ech. Dann warten wir da lieber mit drauf, bis es Tag ist. Wie ist jetzt Stromverbrauch nachts? Sind wir schon nachts? Na, nicht ganz. Ich wollte auch die Heizung mal checken. Also nur noch 480. Heizungsverbrauch müsste jetzt hochgehen, weil nachts wird es ja kälter. Kommen wir auf Geschwindigkeit 3. Zeig mal was. 11. Na, passiert noch was? 14. 12. Oh, bleibt doch minus 17,6. Tut sich erstmal ja nicht. 4,12. Ah, gut, scheint es da noch keinen Bedarf zu geben. Ja, Strom 120. Davor alle gut. Ja, dann werde ich hier, auch wenn es nicht so gut zu sehen ist, mal anfangen und diesen Bereich in dichtes Wohngebiet umwandeln. Und das wird dann so wieder 1000 Leute kosten, erstmal. Hm. Sind das auf 50.000 sind wir jetzt. Schauen wir mal, wo wir landen. Erstmal ziehen die Leute ja alle aus. Generell vielleicht mal eine Birne machen, ob man nicht irgendwo noch ein bisschen Gewerbe einpflegt. Schon knapp 1000 Leute raus durch den Stunt hier.
hier gibt es nichts zu überlegen. Reiner Automatismus, den ich hier abrufen kann. So. Gut. Ja, ansonsten Bahn, Häfen, U-Bahn. Alles so Dinge, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich an dieses Let's Play denke. Die Wummernen besser, das sind nicht meine Nachbarn. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Das kommt ja aus dem Vergnügungsbereich. So, dann ihr noch. Ja, und dann sind wir rum, weil dann fängt das hier mit dichten Gewerbe an, welches ich schon vor einiger Zeit vergeben habe. Ja, und 48,3 von 50 auf 48,3. 1700 Leute. Schwupp, weg. Verdampft. Na, ja, die ziehen ja alle wieder ein. So, die Hoffnung. Ja. Ah, sieht schon imposant aus. Also wenn man da wieder raufkicke, finde ich schon richtig fett und nett. So, hat sich aber nichts an der Gewerbesituation verändert. Tja, was könnte man machen? Weil ich habe ja diesen Ring, habe ich ja schon komplett als Gewerbering. Hier beginnt diese Büro-Mischmasch. Sag nicht, vielleicht auf diesem Ring hier mehr Gewerbe einführen. In der Stadtmitte wohnt dann aber auch bald kaum einer mehr. Ach, wo war denn das zu sehen? Auf welcher hier? Ist das die? Nee. Das sind die ausgehenden Verbindungen. Irgendeiner Statistik war das doch einigermaßen zu sehen. Ach, ich glaube, das waren die Level, war hier. Oder? Nee. Da habe ich doch in der letzten Pause so ein bisschen hier geguckt. Sorry für diese Verwirrung gerade. Hier war das. Und zwar da, wo bunte Häuser sind. Also hier. Beispielsweise wohnen auch wirklich Leute. Hier wurde so weißes, ist entweder Gewerbe oder Büro. Da sieht man, dass in der Stadtmitte, also direkt in der zentralen Mitte, dort immer weniger werden. Und nun denke ich gerade daran, diesen Ring hier, die Leute rauszuschmeißen und Gewerbe hinzumachen. Das wäre dann praktisch auch in den Stadtschreiber willen, obwohl wir die ja eigentlich auch als Ausnahme so lassen könnten. Oder ich fange mal sachte an und mache hier nur dieses Segment. Na, ist wahrscheinlich aber auch bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein. Komm mal her. Und male raus hier bitte. Komm, 47.004. Ei. Und wie sieht's aus? Geht ein bisschen runter. Arbeitslosigkeit bei 6%, weil ich mich gerade gefragt habe, was ist hier mit dieser Säule los? Warum ist die so hoch? Ah, das ist ja auch schwer, da eine Relation zu setzen. Gucken wir mal hier. Hier gibt es ein Müll- und ein Stromproblem. Warum wird kein Müll abgeholt? Weil die keinen Strom haben, oder was? Weil Müllerei ist da in der Nähe. Wir haben hier eine und wir haben hier eine. Gut, dann bauen wir hier mal irgendwie Strom hin. Irgendwie anständig hier.
Na. Vergeben. Irgendwie kommt das hier immer wieder. Die habe ich gerade eben weggemacht. Warum sind die wieder da? Was soll denn das jetzt? Hier, und hier findet sich schon jemand ein, der den Strom gerne weiterleiten möchte. So ist es. Haben wir hier diese Autobahnmeisterei, die noch nicht zum Zug gekommen ist. Ansonsten alle dran, alle drin, alle drauf. Na, sieht gut aus. Muss da hier irgendeine Firma hin und dann hat sich das auch erledigt. Ansonsten Strommasten, so von ganz früher, haben wir ja hier keine mehr drin. Und ich glaube, hier sind wir auch... Hier haben wir auch mittlerweile alles weggemacht. Ja, ich denke schon, ich denke schon. Ja, Kuh war das. Wo führt der Weg hin? Wohin geht es? Hier hat es ein bisschen gebrannt. So, bloß die Feuerwehr hier unten. Das ist auch ein super Wetterweg. Schon klar. Na, ich hätte ja noch irgendwann jetzt langsam mal die 60.000 Leute. Das ist natürlich kein guter Move, dazu Leute aus der Stadt rauszuschmeißen, aber die gehört nochmal mit dazu. Und ihr seht ja, die Gebiete wachsen ja auch schnell wieder zu. Oder einigermaßen schnell. Ja, einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja, Autobahngeschichte. Die werde ich sicherlich auch als Ring um die Stadt legen und sicherlich außerhalb dieser Kugeln. Das heißt, das würde erst ungefähr hier direkt am Rand stattfinden. Jetzt schon mal ein bisschen guckt. Angenommen, wir quetschen hier die Autobahn direkt auf die gestrichelte Linie ungefähr. Dann kommt es ja auch hier ungefähr unten an. Wäre hier nur ein paar Meter weiter vom jetzigen Standort. Und hier oben. Wollte bloß mal gucken, ob ich da auch überall Land habe. Hier unten habe ich bloß Halbland sozusagen. Das heißt, ich müsste die Auffahrten und Abfahrten, die hier wären, vielleicht ein bisschen nach links verlegen, so wie es jetzt ja praktisch auch schon fast ist. Und könnte dann hier die Autobahn per Tunnel unter den Teich schicken, wenn es denn funktioniert. Weil die Tunnel, die sind ja auch nicht so einfach in der letzten Zeit. Ja, und mit der Autobahn geht ja dann auch wieder die Bahn einher. Das heißt, ich werde auch erst dann mit den Schienen etwas anfangen, wenn ich die Autobahn liegen habe. Weil alle, die ich jetzt da bauen würde, das würde Quatsch sein. Das würde ich in ein paar Episoden wieder abreißen. Also, sagen wir mal in 20 Episoden oder so. Also, wäre temporär, könnte man mal aushalten. Aber ich müsste ja, das ist ja, so ein Bahnhof ist ja auch mal ein Verkehrsschwerpunkt. Das heißt, man muss ja auch wirklich einen Regen machen. Wie kriegt da die Leute hin und wie kriegt da die Leute wieder weg? Und das ist ja mit einem Bahnhof nicht getan. Wenn ich hier einen Bahnhof hinbaue, dann fährt die komplette Stadt, also wirklich von überall, hier hin, um ihr Zeug abzuholen oder abzuliefern. Und das ist einfach ein Kollaps. Das heißt, man müsste ja bei der Größenordnung von Stadt schon von vornherein mehrere Bahnhöfe einplanen. Und das will ich halt eben noch nicht. Ich will noch kein komplettes Netz aufbauen. Die Geschichte müssen wir auch höher verlegen und das machen wir mal gleich. Ja, bin ich ja gespannt, wie das mit den Brücken wieder funktionieren wird. Hier, guck mal, die Brücke ist noch aus einer Zeit, wo er gerade Brücken gebaut hat. Wo ist die andere? Die schlimme Brücke? Hier, die hier. Kickt euch die mal an. Hier, diese Rumpelgeschichte. Gucken wir mal, wie es jetzt funktioniert. So. Puh.
Okay, weg, weg, weg. Und euch muss ich, glaube ich, auch nochmal vertunneln irgendwie. So, bitte mal die Autobahn an den Zeiger. Nehmen wir auch gerne wieder schallgeschützt. Ich glaube, das kann auch weg hier, oder? So. Wir sind auf Biegung. So, das ist natürlich ein Albtraum. Kommen von hier und fahren hier wieder zurück, aber das ist im Moment nicht anders zu lösen. Ich meine, ist es schon, klar, es gibt sicherlich viele Lösungen. Aber es ist immer das, was mir im Moment dazu einfällt. So, und ungefähr so. Jetzt wollen wir da irgendwie versuchen, was daneben zu legen. Irgendwas, was ein bisschen okay aussieht. Zumindestens bei Nacht aus dem Heli sollte das okay aussehen. Weil genau dasselbe nachzubauen ist echt schwierig nachzuempfinden. Richtung habe ich doch gedacht, oder? Ups, große Verwirrung. Ja. Hier wird weitergefahren, eifrigst. Zeig doch mal die Brücke, was hat er da gebaut? Die sieht soweit recht anständig aus. Der hat doch irgendwas gepatcht, aber das waren Workshop-Inhalte, hat Steam gesagt, die da gepatcht wurden. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht war das ja auch irgendein Mod, der das mit den Brücken gemacht hat. Habe ich nicht weiter verfolgt. So, Schienerei, bitte mal. Was kann man hier machen? Was bietet er denn hier gerade an? Wir sind unten. Das heißt, könnten eigentlich mit einer langen Brücke weitermachen. Achso, die... wir gehen in der Erde, wir gehen runter. Wir buddeln. Können wir gleich die Tunnels testen. So, wir sind auf minus 12 Meter. Boah, und ohne Probleme. Wow. Moment. Da. Würde ich doch jetzt gerne mal etwas wissen. Naja, sagen wir mal ein bisschen besser. Sagen wir mal ein kleines bisschen besser. Jetzt ist hier nur noch eine Delle drin und der Rest ist wieder einigermaßen gerade. Gut, das kann man ja mal hinnehmen. Damit kann man ja dann doch mal wieder arbeiten. Ja, und die Frage mit den Tunneln, ob die wieder anständig funktionieren. Aber das sah ja eben mit dem Zug, sah ja schon recht gut aus. Da hatten wir richtig krasse Probleme gehabt. Mal. Sollen wir mal Licht an? Schiene liegt. Sollen wir mal kontrollieren? Ja. Sehr gut, haben wir hier erstmal mehr Platz und können uns dann hier weiter ausbreiten. Also mir ist jetzt nicht danach, hier neue Ringe noch zu bauen. Obwohl wir das könnten. Ich würde doch erstmal links herum interessieren. Bloß die Frage ist, ob wir mit dem Stadtgebiet, so wie wir es jetzt haben, die Anzahl der Leute auch in die Stadt bekommen. Da werden wir wohl noch mehr dichtes Wohngebiet brauchen. Gut, okay. Dann
breiten wir uns mal wie eine Krake von der Mitte aus aus. Weil das gibt nämlich auch dichte Gewerbe. Und nach Gewerbe schreit ja die Stadt schon die ganze Zeit lang. Nur wieder 6 Fliegen mit 8 Klappen schlagen, wisst ihr? Oder so ähnlich? War das nicht so? Tja, und warum eigentlich auch immer nachts? Da gibt sich eigentlich immer irgendwie so, dass ich das nachts mache. Weil tagsüber sieht man das alles ein bisschen besser. So. Okay, ganz schön lange Ding hier. Könnte man eigentlich auch schon fast eine Straße ranbauen. So, wieder ein bisschen malen nach Zahlen, ohne Zahlen. Auch letztens irgendwo gelesen, dass Malbücher für Erwachsene im Moment sehr, sehr angesagt sein sollen. Moment. Schnell die Tinte zurück in Füller. Das war nämlich falsch. Ja, Malbücher für Erwachsene, was soll man davon halten? Ich glaube, ich das letzte Mal als 7-Jähriger in der Hand gehabt oder so. Mag ja sein, dass die Malbücher. Man hat ja so den Gedanken, ja, das ist dann bestimmt was Anspruchsvolles, aber die reden echt von so Benjamin Blümchen-Zeug, so Max und Moritz-Kram. Echt schon strange. So, das wäre ja auch folgerichtig der nächste Ring. Dann schneiden wir hier auch ein bisschen das Grün weg und machen es ein bisschen dunkler. Ja, Freizeiteck. Hier wird nichts passieren. Hier unten ist schon was passiert. Hier passiert auch gerade was. Ja, und hier sind wir wieder am Anfang. Gut, dann lasse ich die Zeit wieder laufen. Und sag mal artig Feierabend. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder reinseppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super klasse. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Let's Play oder sonst irgendwie daran teilnehmen wollt, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.